Danke. Ja, schau mal, wir haben uns doch mittlerweile so an diesen Dinglish-Slang gewöhnt, dass es doch eher auffällt, wenn einer Oldschool, also altertümliches Deutsch spricht. Ich bin mit meiner neuen Flamme letztens, ich wohne direkt am Rhein, spazieren gegangen und sie traf jemanden, den sie von der Arbeit kennt und sagte, hey Ehrenfried, wie geht's? Schönen Schal hast du da. Was antwortet dieser Freak? Meine Mutter strickte ihn, mich dauerte, verlör ich diesen Schal. Boah. Boah. Ist das geil. Mich dauerte, verlör ich den Schal. Das ist das Deutsch von Goethe und Schiller. Wenn du so morgens in der Straßenbahn reden würdest, du hättest direkt einen in der Fresse. Weißt du? Geht mal noch Spaß auf die Kleinanzeigen bei eBay. Da erlebt ihr eine Rechtschreibung einer ganz neuen Dimension. Da wird ein Damenbläser schon mal mit Ä geschrieben. Und S. Ich weiß jetzt nicht, was sich der Anbieter von der Käuferin erhofft. Aber das ist kein Einzelfall, Leute. Letztens war eine Bluse da, bei eBay ausgestellt. Sie sei sexy und verführerisch. Verführerisch mit F vorne geschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei verführerisch mit F ist für mich ja nichts mehr verführerisch. Da hilft auch kein Damenbläser mehr. Ja? Oder auch im leibhaftigen Leben, hier im Supermarkt. Letztens hatte ich Pfirsiche gekauft. An Pfirsich kein schweres Wort. Ja? Der junge Mann an der Kasse suchte natürlich in seiner Liste Pfirsiche, fand sie aber nicht, weil er bei F gesucht hat. Das ist wahr. Wie kann man so blöd sein, wenn doch jeder weiß, dass Pfirsich mit V geschrieben wird. Das ist ja bescheuert. Ja. Ich bin ein großer Freund der Dialekte. Ich meine, jetzt auch im Öscherland oder bei uns im Rheinland. Wir haben ja ein bisschen Probleme mit den Zischlauten. Ja? Wir verwechseln schon mal SCH mit CH. Wir gehen sonntags morgens in die Kirche und im Sommer pflücken wir die Kirchen. Soll ich euch mal was aus dem Nähkästchen verraten? Wisst ihr, welchen Satz, und ich bin in Troisdorf an der Sieg geworden, weißt ihr, welchen Satz ich in meiner Schauspielausbildung als erstes lernen musste? Plötzlich stürzten sich 60 tschechische Chefchemiker in selbstmörderischer Absicht in einen chemisch gereinigten Löschteich an der sowjetisch-chinesischen Grenze. Oh. Oh. Super, ne? Mich dauerte, verlör ich diesen Satz.